Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ein ganzes Sportlerinnenleben träumen Sportler von diesem einen Moment dabei zu sein bei Olympia. Und daher ist es wunderbar, hier Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt zu erleben, für die dieser Sportlertraum in Erfüllung gegangen ist. Nach der wunderbaren Fußball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland, wo es am Ende nur einen Gewinner gab, nämlich Europa, setzen wir diesen Sportsommer gemeinsam fort. Und gemeinsam sage ich, weil unsere französischen Freunde uns dabei unterstützt haben, bei der Ausrichtung der Europameisterschaft, gerade auch im Sicherheitsbereich mit französischen Polizistinnen und Polizisten, leisten wir hier auch einen kleinen Beitrag mit deutschen Polizeibeamten. Und dafür sage ich auch an die deutsche Polizei herzlichen Dank und vor allen Dingen großer Glückwunsch an unsere französischen Freunde für nicht nur diese unglaublich beeindruckende Eröffnung, die gezeigt hat, nicht nur was den Geist Olympias ausmacht, sondern den Geist dieses wunderbaren Landes und unseres Europas, nämlich dass der Sport am stärksten ist, wenn alle daran teilnehmen können, unabhängig davon, wo sie geboren sind, an welchen Gott sie glauben, wenn sie sich an die gemeinsamen Spielregeln des Sportes und der Völkerverständigung halten. Und in diesem Geiste war ich heute auch schon im Olympischen Dorf, habe mit einigen Athletinnen und Athleten gesprochen, natürlich auch mit unseren deutschen Athletinnen und Athleten und werde hoffentlich heute am späteren Nachmittag und dann morgen auch ein paar Gänsehautmomente miterleben können. Gänsehaut in Bronze, in Silber oder in Gold oder auch über 8. Plätze und Finalteilnahmen. Und zugleich ist dieser olympische Gedanke nicht nur an Medaillen zu bemessen, sondern er spiegelt auch immer wieder, dass man Spitzenleistungen nur erbringen kann, wenn man auf faire Regeln setzt und vor allen Dingen, wenn man jedem eine Chance gibt, unabhängig von seiner Herkunft. Und das heißt dann auch in unseren Ländern, auch bei uns in Deutschland, können wir nur am erfolgreichsten sein, wenn Kinder die Chance haben, Sport zu machen, nicht diskriminiert zu werden, mit Blick auf die Frage, wo sie eigentlich geboren sind oder auch, wie viel ihre Eltern verdienen. Das bedeutet auch, dass wir, wenn wir hier unseren Spitzensport feiern, immer daran denken müssen, dass der Spitzensport vom Breitensport lebt. Wir haben uns in den ersten Tagen der Olympischen Spiele vor allen Dingen gefreut, dass unsere Schwimmerinnen und Schwimmer so viele Finalteilnahmen hatten. Wenn ich mich richtig hier informiert habe, in den 3 ersten Tagen so viele Finalteilnahmen wie beim letzten Mal in Tokio überhaupt insgesamt. Und zugleich erleben wir auch, gerade nach Corona, dass die Zahl der Grundschulkinder am Ende ihrer Grundschulzeit, die nicht wirklich schwimmen können oder gar nicht schwimmen können, sich verdoppelt hat, nämlich auf 20%. Das heißt, jedes 5. Kind kann nicht wirklich schwimmen, wenn es aus der Grundschule kommt. Daher gilt erst recht, wenn wir sagen, wir lieben diesen Sport, wir lieben den sportlichen Gedanken, dass wir dafür auch die besten Grundlagen schaffen, und zwar für jedes Kind in unserem Land, weil das erhöht nicht nur die Chancen, dass wir bei Olympia erfolgreich sein können, sondern das erhöht auch die Chancen, dass Kinder sicher schwimmen können und vor allen Dingen sich in Sportvereinen das lernen, was eine Gesellschaft zusammenhält, nämlich dass wichtige Regeln einzuhalten sind, dass man auch mal verlieren kann, dass Niederlagen dazugehören, wenn man gewinnen will, und dass man am stärksten agiert, wenn man in einem Team spielt. Mit diesem Teamgedanken, den bräuchte es gerade auch in der Welt, denn die dramatische Weltlage, sie kennt auch in Zeiten der Olympischen Spiele leider keine Pause. Wir beobachten alle intensiv die Lage im Nahen Osten. Deswegen habe ich mich gerade auch mit meinem französischen Amtskollegen über die Situation im Nahen Osten ausgetauscht. Wir appellieren an alle Seiten und wir sind vor allen Dingen mit den unterschiedlichsten Akteuren gemeinsam im Gespräch, um zu verhindern, dass die Situation weiter eskaliert. Das wäre fatal für die Menschen in der Region. Es wäre fatal für die gesamte Sicherheitslage in der Region und damit auch für die gesamte Weltlage. Und deswegen rufe ich eindringlich dazu auf, dass nicht weiter Öl ins Feuer gegossen wird, sondern
an der humanitären Feuerpause, so schwer es ist, weiter gearbeitet wird, damit die Menschen, die seit Monaten in Geiselhaft der Hamas sind, endlich freikommen können und damit das Leiden der Palästinenser in Gaza von Familien, von Kindern endlich ein Ende haben kann und nicht noch weitere Menschen in der Region, im Libanon, in Israel, in diesen furchtbaren Gewaltstrudel mit reingerissen werden. Zugleich möchte ich erneut, auch wenn ich es gestern schon getan habe, alle deutschen Staatsangehörigen dazu aufrufen, Libanon zu verlassen, solange das geht. Wie gesagt, unser Krisenstab hat mehrfach im Auswärtigen Amt getagt. Der Aufruf an alle deutschen Staatsangehörigen, verlassen Sie bitte den Libanon. Ganz herzlichen Dank. Und wir haben Gelegenheit für zwei Fragen. Frau Pöltermann von der AfD, bitte. Frau Ministerin, der Gefangenenaustausch ist in allen Medien. Können Sie bestätigen, dass die tatsächlich freigekommen sind und wer freigekommen ist? Welche Rolle hat Deutschland dabei gespielt? Und was hat Sie dazu bewogen, am Ende doch einen verurteilten Auftragsmörder freizulassen, wenn es stimmt? Ich äußere mich öffentlich nicht zu Spekulationen. Die Bundesregierung wird sich zur gegebenen Zeit dazu äußern. Und eine weitere Frage, Frau Kess vom Deutschlandfunk. Darf ich nochmal nachfragen? Sie äußern sich auf gar keinen Fall zu dem Gefangenenaustausch in keinster Weise? Ich äußere mich öffentlich nicht dazu, was durch die Medien geistert. Die Bundesregierung wird sich zur gegebenen Zeit dazu äußern. Okay, dann können Sie uns vielleicht noch was sagen zur Lage in Nahost. Sie haben ja zur Deeskalation schon aufgerufen, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Es ist ja gar nicht so, dass sich die Lage irgendwie entspannt. Wie schätzen Sie ein, wird es sich entwickeln und was können Sie darüber hinaus vielleicht noch tun? Diese Zeiten sind so krisenbehaftet, um nicht zu sagen brutal, dass man sich weder in Spekulationen verfangen darf, noch auf das Prinzip Hoffnung setzen darf, sondern deswegen arbeite ich seit Monaten, um nicht zu sagen seit 2,5 Jahren, auch mit Blick auf die dramatische Lage in der Ukraine, wo es ja gerade auch in den letzten Tagen die schwersten Drohnenangriffe wieder gegeben hat auf Kiew, jeden Tag daran, alles dafür zu tun, dass wir dem Frieden ein Stück näher kommen können. Auch wenn es immer wieder Situationen sind, wie Sie gerade erwähnt haben, wo man manchmal glaubt, man geht 2 Schritte zurück anstatt nach vorne, weil diejenigen, die mit Blick auf die Ukraine, der russische Präsident, diesen gewaltsamen Krieg vom Zaum gebrochen haben, obwohl niemand in der Region ihn wollte, nicht bereit sind, ihre Truppen zurückzuziehen. Und das Gleiche gilt für die Situation im Nahen Osten. Angesichts des Leids derjenigen Menschen, und ich glaube, das kann man sich eigentlich hier kaum vorstellen, was es bedeutet, als Vater, als Mutter, als Schwester, als Kind, Monate seit dem 7. Oktober verzweifelt zu hoffen, morgen kommt mein Kind, mein Vater endlich zurück. Und immer wieder diese Hoffnung sterben zu sehen. Und daher gilt es umso mehr für uns, dass wir alles dafür tun, dass das irgendwann Realität wird, dass die Geiseln freikommen, auch die Leichen derjenigen, die nicht mehr am Leben sind. Und ebenso stelle ich mir immer wieder vor, was es bedeutet, wenn man seit Monaten in Gaza leben muss. Erst recht, was es bedeutet als Kind, im Zweifel sogar ohne seine Eltern, weil sie verschüttet worden sind, in diesen Kriegstrümmern herumzuirren. Und wie Sie erwähnt haben, ja, die Lage ist manchmal zum Verzweifeln und trotzdem darf man genau deswegen in seinen Bemühungen, in allen diplomatischen Bemühungen nicht nachlassen, weil das ist das Ziel derjenigen, die die internationale regelbasierte Ordnung im wahrsten Sinne bombardieren, mit Bomben und Raketen auf Kiew oder auch mit Terrorangriffen auf Nachbarländer. Sie wollen zerstören, dass es Diplomatie gibt. Und genau das verhindern wir, indem wir auch in den schwierigsten Momenten mit unserer Diplomatie und in diesem Fall mit Blick auf den Nahen Osten mit unserem Bemühen zur Deeskalation nicht nachlassen.